Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Märchentante. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, um dich von mir in den Schlaf begleiten zu lassen. Und heute habe ich ein Märchen aus Tausend und einer Nacht für dich vorbereitet. Es heißt Ali Baba und die 40 Räuber. Und vorneweg, wie immer, bekommst du eine kleine Abendentspannung, eine Meditation, die du gemütlich im Bett liegend mitmachen kannst. Dann mach's dir in deinem Bett bequem, atme tief ein und aus. Und wenn du willst, dann bring doch noch mal ein bisschen Bewegung in deinen Körper, indem du dich reckst und streckst, nochmal alle Muskeln anspannst und lass los. Vielleicht überkommt dich ein Gähnen oder ein tiefes Seufzen. Und wenn du dann soweit bist und wenn noch nicht geschehen, dann schließe deine Augen. Werde ganz ruhig. Beobachte deinen Atem, wie er ganz natürlich, ganz sanft und entspannt ein- und ausfließt. Wenn du willst, dann leg doch auch noch mal eine Hand auf deine Brust. Spüre deinen Herzschlag. Spüre dich. Das bist du heute am Ende dieses einmaligen Tages. Wie geht es dir heute? Was steht gerade bei dir im Vordergrund? Vielleicht bestimmte Gefühle oder Gedanken. Ohne groß zu bewerten, nimm noch für einen kurzen Moment einfach mal wahr, was gerade jetzt ist. Wie es dir jetzt gerade geht. Lege deine Hand wieder neben dich. Finde eine entspannte Position. Und wenn du willst, dann lass doch in der nächsten Minute nochmal die Bilder deines heutigen Tages wie einen kleinen Film vor deinem inneren Auge vorbeilaufen. Was hat diesen Tag heute ausgemacht? Was ist heute vorgefallen? Eine Minute für deinen Film des heutigen Tages.
dann sammel doch nochmal drei Dinge zusammen, für die du heute besonders dankbar bist. Es können natürlich auch noch viel mehr als drei sein. Wofür bist du heute besonders dankbar? Nimm nochmal einen etwas tieferen Atemzug ein und aus und lasse die Gedanken an den Tag los. Lasse sie Richtung Himmel steigen, mit den Wolken davonziehen. Während dein Körper immer schwerer wird, darf dein Geist immer leichter werden. Frei und entspannt. Entspannt und frei. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur da zu liegen und immer mehr zu entspannen. Und das darf sich gut anfühlen. In den Momenten der Ruhe und der Entspannung, in Momenten wie jetzt, finden die wichtigen Regenerations- und Reparaturarbeiten in deinem Körper statt. Alles, was vielleicht tagsüber ein bisschen durcheinander gekommen ist, kann jetzt wieder zur Ruhe kommen, sich sortieren, ausgleichen und heilen. Und das darf sich gut anfühlen. Die Dinge dürfen sich zu deinem Wohl und zu deinem Besten entwickeln. Vielleicht ja sogar noch viel besser, als du es dir jetzt vorstellen kannst. Möglicherweise spürst du schon, wie du immer müder und immer schläfriger wirst. Und du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Ob schon jetzt oder gleich während der Geschichte oder auch nach der Geschichte, das ist ganz egal. So wie es sich heute ergibt, so ergibt es sich eben heute. Und während du immer tiefer in deine Matratze sinkst, sicher und geborgen, entspannt
und auf angenehme Weise immer schwerer. Währenddessen lese ich dir eine kleine Geschichte vor. Aus 1001 Nacht. Es war einmal in einem fernen Land ein armer Holzfäller namens Ali Baba. Er lebte mit seiner Frau in einer kleinen Hütte am Rande des Waldes, direkt neben dem Haus seines Nachbarn Kasim. Eines Tages, während Ali Baba im Wald Holz hackte, hörte er das Getrappel vieler Hufe. Er versteckte sich schnell hinter einem Baum und beobachtete gespannt, wie eine Gruppe von 40 Männern, alle auf prächtigen Pferden, vor einer großen Felswand anhielt. Der Anführer, ein mächtiger Kerl mit einem beeindruckenden Bart, trat vor und rief mit donnernder Stimme: Sesam, öffne dich! Zu Ali Babas Erstaunen öffnete sich die Felswand wie von Zauberhand. Und die Männer verschwanden in einer Höhle. Nach einer Weile kamen sie wieder heraus. Und ihr Anführer sprach die Worte: Sesam, schließe dich. Und die Felswand schloss sich hinter ihnen. Als die Männer in sicherer Entfernung waren, trat Ali Baba, der von Neugier getrieben war, hervor und versuchte es ebenfalls. Sesam, öffne dich, rief er. Und tatsächlich, die Felswand öffnete sich erneut und gab den Eingang zur großen Höhle frei. Drinnen befanden sich Truhen und Kisten, die gefüllt waren mit Gold, Schmuck und unzähligen Schätzen. Das ist ja wie im Traum, murmelte Ali Baba. Er steckte sich ein paar Goldstücke in die Taschen und ging schnell zurück nach Hause. Natürlich nicht ohne vorher Sesam, schließe dich zu sagen. Zu Hause erzählte er seiner Frau begeistert von seinem Fund. Wir sind reich, endlich müssen wir nicht mehr hungern. Ali Babas Frau, überwältigt von Freude, wollte nun aber genau wissen, wie reich sie waren, und ließ sich von Kasims Frau, ihrer Nachbarin, eine Waage geben. Diese, neugierig, was in Ali Babas Haus wohl gewogen werden sollte, klebte etwas Honig auf die Waagschale. Als die Waage zurückgegeben wurde,
klebte Goldstaub daran. So, Alibaba hat also Gold gefunden, sagte Kasims Frau abends zu ihrem Mann. Kasim zögerte nicht, eilte zu Alibaba und verlangte eine Erklärung. Alibaba, der seine Nachbarn nicht belügen wollte, erzählte ihm das Geheimnis der Höhle. Ich muss selbst hin, rief Kasim. Das ist unsere Chance, reich zu werden. Und schon früh am nächsten Morgen eilte Kasim zur Höhle, sagte die magischen Worte und trat ein. Gierig packte er so viel Gold und Schmuck ein, wie er tragen konnte. Doch beim Verlassen vergaß er vor lauter Aufregung das Zauberwort. Sesam oder war es Gerste? Oh nein, wie war es doch gleich? Verzweifelt versuchte er, sich zu erinnern, aber es wollte ihm einfach nicht einfallen. In diesem Moment kehrten die 40 Räuber zurück und fanden Kasim in der Höhle. Was haben wir denn hier? Rief einer von ihnen spöttisch. Der Anführer aber sagte: Nun, du scheinst dich verlaufen zu haben. Wir lassen dich gehen, wenn du versprichst, niemandem von uns zu erzählen. Kasim, überglücklich, ungeschoren davonzukommen, versprach es und kehrte eilig nach Hause zurück. Doch der Anführer der Räuber war nicht überzeugt, dass Kasim wirklich schweigen würde. Also folgte er ihm heimlich bis zu seinem Haus, das neben dem von Alibaba stand. In der Straße standen außerdem noch weitere Häuser, die alle sehr ähnlich aussahen. Um das richtige Haus wiederzufinden und Kasim in den nächsten Tagen beschatten zu können, markierte der Anführer Kasims Tür mit einem kleinen weißen Kreidezeichen. Jedoch Morgiana, die kluge und wachsame Dienerin von Alibaba, beobachtete den Räuberanführer und entdeckte das Zeichen an Kasims Haus. Da ist doch etwas faul, murmelte sie, suchte ein Stück Kreide im Haus und markierte schnell alle Türen in der Straße mit demselben Zeichen. Die Nacht war ruhig und friedlich. Am nächsten Morgen jedoch kehrte der Anführer zurück. Und als er die viel markierten Türen sah, war er verwirrt. Was ist denn hier los? Murmelte er. Da er das richtige Haus nicht mehr erkennen konnte, schmiedete er einen neuen Plan. Er verkleidete sich als Ölverkäufer
und brachte große Fässer mit, in denen er seine Räuber verstecken wollte. Nachts sollten sie ausschwärmen, um Kasim zu finden und um ihn zu entführen. Er klopfte an Ali Babas Tür und bat höflich: Mein Herr, ich bin ein armer Ölverkäufer und suche einen Platz für die Nacht. Darf ich meine Fässer bei euch abstellen? Ali Baba, der nichts Böses ahnte, willigte ein. Morgiana jedoch, wie immer wachsam, hörte, als sie an Ali Babas Haus vorbei zum Markt ging, seltsame Geräusche aus den Fässern. Da stimmt etwas nicht, sagte sie zu sich selbst. Sie holte flink Hammer und Nägel und nagelte die Deckel der Fässer zu, während sie laut sagte: Ich werde sicherstellen, dass ihr Männer heute Nacht gut verschlossen in den Fässern bleibt. Dann ging sie ins Haus zum Anführer, der sich als Ali Babas Gast ausgab. Ihr seid sehr geschickt, aber eure Männer draußen werden heute Nacht nirgendwo hingehen, sagte sie lächelnd. Der Anführer der Räuber, überrascht von ihrer Kühnheit, erkannte, dass sein Plan gescheitert war. Ihr seid eine bemerkenswerte Frau, sagte er beeindruckt. Ich sehe, dass wir hier nichts ausrichten können. Wenn ihr mir helft, meine Männer aus den Fässern zu befreien, werden wir dieses Land noch heute verlassen. Unser Versteck ist hier nicht mehr sicher. Morgiana nickte zustimmend. Das wäre wohl das Beste für alle, sagte sie ruhig. Der Räuberanführer hielt sein Wort. Sie öffneten zusammen die Fässer, der Anführer sammelte seine Männer zusammen und sagte: Lasst uns hier verschwinden. Wir finden unser Glück anderswo. Und so verließen die 40 Räuber das Land und begannen ein neues, ehrliches Leben weit, weit weg. Was sie an Gold und Juwelen nicht mitnehmen konnten, ließen sie bei Ali Baba. Ali Baba, seine Familie und Morgiana lebten fortan in Frieden und Wohlstand. Die Familie genoss ihr ruhiges Leben, reich an Schätzen und frei von Sorgen. Und so endet die Geschichte von Ali Baba und den 40 Räubern. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen und tiefen Schlaf und schöne Träume.